Tiffany. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor 6 Monaten, in der Tat, hat die Alternative für Deutschland hier den Antrag vorgelegt, die Hisbollah zu verbieten. Und damals haben Sie alle hier das lautstark abgelehnt und seitdem unseren Antrag im Ausschuss blockiert. Jetzt, 6 Monate später, drehen Sie bei und gehen durch die Tür, die wir politisch geöffnet haben. Wenn Sie das mit mehreren AfD-Forderungen täten, würde es in Deutschland wieder aufwärts gehen. Nur zu fühlen Sie sich gerne von uns ermutigt. Sie geben endlich und auch noch ausdrücklich die bis dahin geführte abstruse Unterscheidung zwischen einem legalen politischen Arm und einem illegalen militärischen Arm der Terrororganisation auf und fordern nun also ein Betätigungsverbot für beide Arme. Das geht in die richtige Richtung. Noch im Juni bei der letzten Debatte hat der Kollege Grötsch von der SPD hier an dieser Stelle gesagt, die Hisbollah ist im Libanon ein relevanter gesellschaftlicher Faktor, deswegen kann man ihn in Deutschland nicht verbieten. Mit der gleichen Logik müsste man auch die Mafia oder die Taliban hier politisch legal agieren lassen. Das ist vollständig absurd. Es freut uns aber, dass Sie diese Absurdität nun erkennen und also in die richtige Richtung marschieren. Aber Ihr Antrag weist 2 zentrale Schwächen auf. Sie wollen nur ein Betätigungsverbot. Wir wollen ein Vereins- oder Organisationsverbot. Nach dem Verbrechenbekämpfungsgesetz von 1994 ist das Betätigungsverbot das mildere Mittel zu unserem Organisationsverbot. Und es gibt doch keinen Grund in der Welt, auf eine Terrororganisation gegen eine Terrororganisation mit dem milderen und nicht mit dem härteren Mittel vorzugehen. Sie machen den Seehofer, sie bellen nur laut, aber sie beißen nicht. Und der 2. schwere Mangel ist die Begründung Ihres Antrages. Sie schreiben, ich zitiere, der Hisbollah zuzurechnende Vereinsstrukturen, die ein vereinsrechtliches Organisationsverbot begründen können, sind nicht feststellbar. Das ist objektiv falsch, und das sagt der Verfassungsschutzbericht. Wortgleich 2017 und 2018, ich zitiere, in Deutschland pflegen die Anhänger der Hisbollah den organisatorischen und ideologischen Zusammenhalt unter anderem in örtlichen Moscheenvereinen. Lesen Sie eigentlich Ihren Verfassungsschutzbericht, wenn er Ihnen zu lang ist. Es steht auf Seite 214. Schauen Sie da einfach mal nach. Frau von Storch, gestatten Sie eine Zwischenfrage von der FDP? Nein, die gestatte ich jetzt nicht. Wenn Sie die Moscheenvereine der Hisbollah nicht antasten wollen, dann betreiben Sie reine Symbolpolitik. Und es darf eben keine Symbolpolitik bleiben. Es geht um die konkrete Umsetzung. Die Propaganda der Hisbollah in Deutschland und die Terrorfinanzierung aus Deutschland müssen gestoppt werden. Die Moscheenvereine, die es gibt, müssen aufgelöst werden. Und besonders wichtig, die Hisbollah-Anhänger müssen ausgewiesen werden. Das im Übrigen entspricht auch der Forderung der Antisemitismusresolution des Bundestages, die fordert ausdrücklich aufenthaltsbeendende Maßnahmen gegen Antisemitismus. Wenn das auf die Hisbollah-Anhänger nicht zutrifft, die Juden ins Gas schicken wollen und Israel vernichten wollen, auf wen denn dann? Das abscheuliche antisemitische Spektakel der Hisbollah am sogenannten Al-Quds-Tag müssen wir hier in Berlin seit 1996 ertragen, jedes einzelne Jahr. Damit muss endlich Schluss sein. Wir erwarten, dass Sie das Hisbollah-Problem bis zum nächsten Al-Quds-Tag, der dann ausfällt, in einem halben Jahr gelöst haben. Die Bürger sind ihre Lippenbekenntnisse und Sonntagsreden leid. Hören Sie endlich auf, nur Ankündigungen zu machen. Handeln Sie bitte. Gesegnete Weihnachten. Der Kollege Müller-Rosentritt von der FDP erhält Gelegenheit für eine